Meine Lieben, Bewusstsein fängt mit Wahrnehmung an. Und hier habe ich zwei Basics. Und zwar geht es darum, über die Mundlaute-Tabelle sehr früh wahrzunehmen, wie geht überhaupt dieser Buchstabe hinaus aus unserem Körper. Das heißt, wie sieht denn das aus? Wo geht der Atem hin? Wo kommt er her? Genauso kann man das vom Spiegel üben und alle anderen Buchstaben auch. Und wenn wir das sozusagen von klein auf bereits üben, dann sind wir schon in der Wahrnehmung geschult, wie später wir unsere Gedanken in Worte formen und dann auch aus dem Körper hinausgeben. Also, eins der wichtigsten Tools, finde ich, um unsere zukünftige Welt zu gestalten, ist, wie wir miteinander sprechen, wie wir denken. Und es fängt tatsächlich an mit der Sprache, mit dem, wie gehen die Worte überhaupt über unsere Lippen. Und da fängt es an. Also in diesen zwei Büchern habe ich die Mundlaute-Tabelle deutlich gemacht, an Gesichtern unter Vorgang bildhaft deutlich gemacht. Und zwar zwei Gesichter, Bub- und Mädchengesicht. Ich gender nicht, ich sage es noch einmal, die Bücher habe ich vorher geschrieben und ich stehe noch nach wie vor dazu, dass dass man das noch dann selber wählen kann, welches Buch man dem Kind offerieren möchte. Und dann ist da auch eine Freiheit darin und nicht eine Begrenzung. Aber es sind zwei Bücher, weil zu dick wäre es jetzt auch nicht toll gewesen, wenn ich beide in eins gepackt hätte. Also, da drin ist die Mundlaute-Tabelle. Das ist ein System, wo man bildhaft sehen kann, wie ein Buchstabe geformt wird, wie er den Mund verlässt und wie das ausschaut, würde man sich im Spiegel anschauen. Und damit lernt man automatisch das Lippenlesen und die Bewusstheit über die Wahrnehmung des eigenen Körpers von Atem- und Lippenbewegung und damit Buchstabe und damit Sprache. Und nicht zu vergessen, der Gedanke ist zuerst, dann das Wort und durchs Tun geht's raus. Und da sind wir dann nachher, denn, was es damit anrichtet. Noch einmal, ganz wichtige Basic für Bewusstsein von Sprache, Buchstaben, Lesen und Schreiben lernen. Und was denn die Worte mit dem anderen machen. Tolle Sache. Würde ich empfehlen, zwei Bücher, die ich in der Serie der Buchstabenmeister für euch gemacht habe. Könnt ihr auf dem Shop bestellen. Ich habe es oben eingeblendet. Viel Spaß beim Praktizieren und beim Verschenken. Schenkt es einem Kind und macht es mit ihm gemeinsam. Es wird euch auch gut tun, den Erwachsenen. Also, bis nächstes Mal.